Hi, mein Name ist Benedikt. Ich bin 22 Jahre alt und mache im Moment meine Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik am Hamburg Airport. Ich werde dir heute meine verschiedenen Arbeitsbereiche zeigen. Was fasziniert dich am Hamburg Airport? Mich fasziniert am Hamburg Airport, dass große Teile der Elektrotechnik abgedeckt sind. Von der Steuerungstechnik über die Lichttechnik bis hin zur Antriebstechnik sind alle Bereiche vorhanden und werden aktiv von uns betreut. Die Elektrotechnik begleitet den Passagier von der Ankunft über die elektrischen Rolltreppen, über die Abgabe des Gepäcks an einem Kofferband bis hin zum Betreten des Flugzeugs über eine Fluggastbrücke. Und sollte trotzdem mal etwas haken, sind meine Kollegen und ich schnell zur Stelle und beheben den Fehler. Beschreibe deinen typischen Arbeitstag. Wenn ich bei der Arbeit ankomme, ziehe ich zuerst meine Arbeitskleidung an. Ohne diese darf ich nämlich nicht arbeiten. Nachdem ich meine Arbeitskleidung angelegt habe, stempel ich ein und begebe mich zur Ausbildungswerkstatt. In der Ausbildungswerkstatt arbeiten wir meistens an kleinen Steuerungen oder Anlagen. Und sollte ich mal nicht weiter wissen, steht mir mein Ausbilder mit Rat und Tat zur Seite. Danach gehe ich mit meinem Gesellen in zum Beispiel die Gepäckanlage, um dort Fehler zu beseitigen und Wartungen durchzuführen. Welche drei Emojis beschreiben deine Ausbildung am besten? Als erstes Emoji habe ich mir natürlich den Blitz ausgesucht, weil er den Strom repräsentiert, der hier am Flughafen alles am Laufen hält. Als zweites Emoji habe ich mir die Uhr ausgesucht, weil sie zeigt, dass viele Anlagen am Flughafen 24 Stunden laufen und auch bei einem Fehler jederzeit jemand schnell vor Ort sein muss. Als drittes Emoji habe ich mir den Schraubendreher ausgesucht, weil er mich dauerhaft bei meiner Arbeit am Flughafen begleitet und ein wichtiges Werkzeug ist. Welche Skills sollte ich mitbringen? Für eine Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik am Hamburg Airport solltest du vor allem großes technisches Interesse mitbringen und verantwortungsbewusst sein. Denn unser Arbeiten beeinflusst direkt die Abfertigung der Passagiere und außerdem arbeiten wir mit großen Strömen, die sehr leicht gefährlich werden können. Was gefällt dir an der Ausbildung? Am besten an der Ausbildung am Hamburg Airport gefällt mir die Abwechslung. Ich lerne jeden Tag neue Anlagen und neue Gebäude kennen, diese zu warten und zu reparieren. Dabei wird mir nie langweilig. Welchen Superheldennamen würdest du dir geben? Ich würde mir als Superheldenname Elektro geben, da ich der Herrscher über den Strom bin. Vielen Dank, Elektro. Ich hoffe, ich konnte dir einen Einblick in die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik am Hamburg Airport geben. Und der Flughafen freut sich auf deine Bewerbung. Bewirb dich jetzt auf hamburg-airport.de/Ausbildung.